Patrick Gehring, Captain von der ZS Alliance, sicher nicht einfach jetzt da herstehen müssen. Stellvertretend für die Mannschaft, danke vielmals. Ja, vielleicht, wie geht es dir jetzt einen Tag, nachdem dass man weiss, man ist in der Platzierungsrunde und nicht im Playoff? Ja, es ist sehr enttäuschend. Eigentlich fast sprachlos. Ich glaube, der Umstand ist ja nicht so, dass wir irgendwie erst seit gestern gewusst haben, woran wir sind. Aber jetzt, wo es Tatsache ist, ist sehr, sehr bitter. Du hast, glaube ich, gestern im Intro gesagt, das Spiel hat man nicht gestern Abend verloren, sondern schon viel früher. Was meinst du, was ist gelegen, dass wir nicht schon früher umkippen können? Weil ich meine, eben gestern hat man ja gesehen, ihr könnt es eigentlich. Es hat das Glück nicht ganz von eurer Seite gewesen. Ja, wir können noch 100 Jahre können wir über gestern reden und wieso und weshalb und warum. Ich glaube, wenn wir die ganze so auftreten wären wie gestern, wären wir gar nie in dieser Situation gewesen oder gekommen, wo wir nachher noch uns selber drei manövriert haben. Ich glaube, es haben diverse Faktoren eine Rolle gespielt. Wir sind sicher individuell, aber auch kollektiv sind wir unter der Erwartungshaltung von uns selber geblieben. Ich glaube, jeder Einzelspieler kann mehr oder hätte mehr machen und jetzt gilt es das Ganze anzuschauen und dann schauen, wie es weitergeht. Der Anspruch als Team war ja enorm, als man auf dem Papier geschaut hat. Aber man irgendwie dachte, ja, okay, wir können den Titel verteidigen. Ich glaube, es war auch der Anspruch, dass wir da möglichst weit vorne sind. Und trotzdem hat es irgendwie nicht ganz gelangt. Was denkst du, was könnten alles Gründe sein? Ist vielleicht auch noch der Gedanke gewesen, ja, so wie letztes Jahr, es lange dann, wenn wir am Schluss dann Vollgas geben, ist das vielleicht irgendwie unterbewusst in einem Kopf rein? Nein, definitiv nicht. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie das Gefühl haben, ach, super geil, jetzt sind wir 4-5 Minuten rumgurken und haben immer irgendwie das Messer am Hals und haben so eigentlich eine Scheisszeit. Ich glaube, es geht niemandem spurlos vorbei, wenn man nicht gut performen. Es fällt einem alles auch schwieriger. Ich glaube, was auch das Selbstvertrauen von den einzelnen Spielern oder von uns ausgemacht hat, hat sich gefällt. Ich glaube, das kann man nicht gelten lassen. Es ist viel früher sind viele Sachen halt zu wenig gut angeschaut worden. Ich glaube, wir hätten sollen viel ehrlicher und defensiver Soccer spielen. Einfach so, dass die ehrliche Arbeit hat einfach gefällt über die Tour. Und schlussendlich ich meine, es ist hart, aber man ist immer an dem Spot, wo man nachher schlussendlich sich verdient hat und dementsprechend sind wir jetzt nicht dabei. Wie ist so die Stimmung vielleicht in der Mannschaft? Ich meine, für dich ist es das erste Mal, wo es überhaupt in deiner Karriere ins Playout geht? Ja, sicher schlecht. Wir haben uns sicher anders vorgestellt, genauso wie auch das Umfeld in Zürich. Es ist ein Scheissdreck. Man ist selber verantwortlich dafür, wie man abschneidet. Wir können uns die Schuld nur selber geben, jeder Einzelne. Jetzt gilt es, die 6 Spiele in Angriff zu nehmen. Du hast schon erwähnt, die 6 Spiele, die eigentlich bedeutungslos sind. Es kann ja nichts passieren, wir sind so oder so wieder mit dabei. Was macht ihr jetzt vielleicht trotzdem als Team, dass irgendwie die Fans gleich noch ins Stadion kommen und euch supporten? Ja, ich glaube, schlussendlich ist es jetzt ein Charaktertest. Ich meine, es klingt wie eine Farce, aber wir möchten die 3 Spiele gewinnen. Wir möchten also die Heim und auch die 3 Auswärtsspiele so gut wie möglich bestreiten. Es ist so, wie es ist. Ich glaube, die Fans sind die ganze Zeit also hinter uns gestanden. Auch wenn es schwierig war. Ich glaube, da können wir auch noch ehrlich sein, dass viel Frust herum war. Im Umfeld, bei uns selber, ich glaube, auch in der Organisation. Jetzt probieren wir mit diesen 3 Heimspielen eigentlich einen Neuanfang zu wagen. Wie es dann rauskommt, das sehen wir. Aber ich glaube, das sind wir sicher unseren Fans schuldig. Abschließend möchte ich dir das Wort den Fans übergeben. Was möchtest du dir noch mitteilen oder mit auf den Weg geben? Ja, darf ich Kamera reden? Oder, liebe Fans, ich glaube, es war eine sehr schwierige Saison für alle von uns. Es ist nicht so, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir können das auf die leichte Schulter nehmen. Und dafür möchten wir uns auch gewissermaßen entschuldigen. Ich glaube, wir haben nicht performt. Wir haben da unsere Erwartungshaltung sicher nicht übertroffen oder einfach nicht erreicht. Und dementsprechend
möchten wir jetzt die drei Heimspiele noch gut oder so gut wie möglich absolvieren und zählen auf eure Unterstützung. Danke mal, dass du an so einem schwierigen Tag trotzdem Stellung genommen hast.